Selbstverständlich existieren diese Bordelle immer noch. Es gibt ja auch immer noch einige wenige humanitäre Organisationen vor Ort. Es gibt immer noch UN vor Ort. Aber natürlich sind jetzt mindestens die Hälfte auch einheimische Männer, die da hingehen. Aber es sind immer noch getraffickte, wie wir das nennen, zwangsprostituierte Frauen. Und als ich letztes Jahr mit unserer Gynäkologin in Kosovo über dieses Thema geredet habe, da hat sie mir die Geschichte einer jungen Frau erzählt, eine 21-jährige junge Frau, die vor kurzem das erste Mal zu ihr gekommen ist und alle Geschlechtskrankheiten hatte, die man sich nur vorstellen kann. Die Geschichte dieser Frau ist eine ganz besondere. Sie hat es nämlich geschafft, tatsächlich zu fliehen. Sie ist ein erstes Mal geflohen mit 18. Sie ist also seit ihrem 14. Lebensjahr von Mafiagruppe zu Mafiagruppe verkauft worden und hat also seit ihrem 14. Lebensjahr in diesem Sklavendienst gelebt, vegetiert. Sie ist dann mit 17 oder 18 konnte sie das erste Mal abhauen. Sie ist dann wieder angefangen worden und Sie können sich, glaube ich, vorstellen, was ihr dann passiert ist. Und dann hat sie es auch 2 Jahre nochmal probiert. Also sie war Ende 19 und hat es geschafft, wirklich abhauen zu können, ist zur Polizei und hat den ganzen Händlerlöwen aufliegen lassen und hat 30 Frauen dadurch befreien können. Das heißt, sie ist dann natürlich, sie musste auch versteckt werden, weil sie sehr gefährdet war. Sie ist dann von unserer Gynäkologin in Kosovo betreut worden und das letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie einen Verlobten hatte, nachdem sie auch gesund war und sie hat sich immer wieder kontrollieren lassen, ob noch alles in Ordnung ist und ist dann ganz stolz, kurz vor ihrer Verlobung eben nochmal zum Gynäkologe gekommen, um ihr zu sagen, dass sie einen Partner gefunden hat, dem sie natürlich nichts von ihrer Leidensgeschichte berichten konnte. Und ich habe sie dann einmal getroffen und habe sie gefragt, was sind denn da für Männer hingekommen? Und hat sie gesagt, naja, viele Soldaten und viele internationale Männer von Hilfsorganisationen. Und ich habe dann gefragt bei den Soldaten, was war das denn für Nationalität, die diese Soldaten hatte? Dann hat sie gesagt, ich kenne diese Flaggen nicht alle, aber hier hatten sie alle Farben. Woraus man schließen kann, dass es wirklich multinationale Truppen waren und Männer waren, die sich